So, Hallihallöchen, Hans und Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ranger 2. Oh, ab jetzt wird's wieder kopfschmerzreich. Eine gelbe Einheit. Super, ich weiß nicht, was man dafür braucht. 2. Und wir können hier keine Pokémon fangen. Oh, das ist ein Kongiga. Wie ist der da hingekommen? Das heißt, der Kerl dort macht gemeinsame Sachen mit der Verbrecherbande. Ich vermute, er macht die Pokémon mit dem Kongiga aggressiv. So kann er sich Neugierige vom Hals halten. Wie übrigens Ranger zum Beispiel. Ich weiß auf jeden Fall, dass er nichts Gutes im Sinn hat. Was auch immer es ist. Peter, das ist dein großer Auftritt. Das ist ein Kongiga wie der, den du in Haverburg gesehen hast. Kannst du es beseitigen? Jo, wir können das. Also ich glaube, wir brauchen Zertrümmern. Bei den Gelben. Links, rechts. Gehen wir mal rechts. Okay. Gehen wir mal rechts. Aber hier ist ja eh alles total verwirrt und wir können gar nichts einfangen. Also was brauchst du? Zertrümmern. Ja, wir haben halt nur einmal. Das heißt, wir müssen wieder ins vorige Gebiet. Oh. Ja. Stupid little me. Okay, der 2 Ausrufezeichen Angriff war genauso wie der 1 Ding. Die Gefühle sind nicht durchgedrungen. Ist hier noch ein Flunky? Oben war eins, ne? Ja. Kommst du mit? Easy. Dann, oh, ich hätte fallen können, glaube ich. Naja. Fies, dass die verwirrten Viecher einfach auch kommen. Ah, warte. Nee, doch, wir können hier wieder runter, ne? Ja. Oh, ein Stolunio haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht gefangen. Haben wir? Nee, haben wir nicht. Dann nehmen wir die Erfahrungspunkte mit. Freundschaftliche Gefühle sind leider immer noch nicht durchgedrungen. Schade. Hätte man auch an einem Stück machen können. Sind wieder nicht durchgedrungen. Sniff, sniff. Hoch da. Oh. Boah, das ist doch so wahnsinnig. So. Da rumzuspringen, also das lebensgefährlich. Na gut, deswegen heißt es halt auch Wagnisknippen, ne? Also du wagst halt dein Leben. Der gelbe Kongiga, das scheint ein neuer Typ zu sein. Aber wenn du genau hinsiehst, kannst du sehen, dass nur aus Plastik besteht. Kein Wunder, dass er mit der Fähigkeit Zertrümmern beseitigt werden kann. Ich würde das nicht unbedingt als cleverste aller Designentscheidungen betrachten. Aber es ist wahrscheinlich auch leichter zu tragen. Und zu produzieren. Kongiga made in China. Das
Achso, was hat das mit den Despotanen auf sich? Irgendwie spüren wir gar nichts von diesen Erdbeben. Aber irgendwie hat's doch... Hier... Ach, guck mal. Georock. Peter, warte mal. Wir müssen diese Ramaidon wohl einfangen. Das sind echt sehr Pokémon. Also benötigst du wahrscheinlich Pokémon-Stärken. Gestein. Boden, Kampf, Stahl, Wasserpflanzen sind effektiv. Ja, wir haben Wasser-Pokémon. Bist du bereit? Nein. Wir sind nicht bereit. Ja, okay. Ich kann das Georock gar nicht einfangen. Na gut, aber wir haben ja Pidgeot. Das ist cool, dass er uns die Tipps gibt eigentlich. Also für Kinder, die Pokémon zum ersten Mal spielen und keine Ahnung haben. Und wir dürfen uns sogar fliehen. So, was macht der? Der spielt Schiffe versenken auf seinem Laptop. Hey, was soll das hier werden? Warum rennen diese Ramaidon gegen die Felswand? Was ist hier los? Was macht ihr denn hier? Ihr seid ja wie ihr richtige Ranger angezogen. Seid ihr etwa Ranger? Ich bin Geologe. Wir führen gerade eine Bodenanalyse durch. Dafür habe ich diesen Computer. Ah ja, der ist also ein normaler Wissenschaftler hier. Glauben wir dem Herrn? Ja. Was? Du glaubst ihm? Zu schade, aber der Kerl lügt uns frech ins Gesicht. Was? Hey, Herr Geologe, ich bin neugierig. Wo ist genau besteht der Boden dieser Gegend denn so? Der Boden, also roter Lehm, Calcium und jede Menge Dreck. Wasser. Ja, Wasser und eine Prise Salz. Ach, okay, ihr habt meine Tarnung geschaut. Ihr habt es erraten, ich bin Mitglied von Team Nachtschatten. Sieht man auch, weil wir sind alle gleich angezogen. Aber ich erzähle euch nicht, was ich mache. Meine Ramaidon werden es erklären. Los, Ramaidon, mach diesen Ranger platt. Schade, ich habe ihm echt abgekauft, dass es ein Geologe ist. Ein Boss-Battle. Gut, Cognodon gegen... Ach, gucke mal. Okay, er kann schmeißen. Oh, eine Dreierattacke. Oh. Okay. Okay, actually, das ist schon sehr nice. Guck mal, während so einer langen Attacke kann man halt immer noch was machen. Das macht halt die Hälfte an, also immer noch die Hälfte an Damage, als wenn man so einen Kreis zieht. Und ganz ehrlich, man kann zweimal Kies werfen in der Zeit, wie man einen Kreis zieht. Und fünf! Wow. Okay, nicht mal zertrümmern, aber 5 Tackle. Gelungene Pokémon-Stärke. Mehr als 50 Kreise. Es gibt Boni für gelungene Pokémon-Stärke. Okay. Mein Tunnel-Experiment ist ein Fehlschlag und meine Ramaidon ist auch weggerannt. Na gut, dann werde ich mich mit ein paar ausgewählten Abschiedsworten ebenfalls verduften. Also glaubt nur nicht, dass ihr gewinnt, ihr ahnungslosen Ranger. Team Nachtschatten wird euch verdunkeln. Jawohl, passt bloß auf. Aha, der Kerl war also doch ein Nachtschattenfiesling. Aber da war nirgends ein Kongiga im Umkreis. Wie hat er die Ramaidon kontrolliert? Es hat sich nun zwar ein größeres Rätsel ergeben, aber wir haben zumindest herausgefunden, wodurch die Erschütterungen verursacht wurden. Dass wir die Ramaidon befreien konnten, ist ein zusätzlicher Bonus. Das bedeutet, Mission completed. Oh yeah, ich weiß echt nicht, was die hier gemacht haben, also... Lass uns der Dame Bescheid sagen, die uns von dem Nachtschattenkerl erzählt hat. Ja, kann ich in die Höhle rein? Nein. Haben wir schon mal einen Georock gefangen? Ich weiß es nicht. Aufwachen. Du hast nicht viel zertrümmern, oder? Wirkst wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass wir eins mal gefangen haben. Haben wir? Oh, okay, haben wir doch. Dann war das in der Ursprungshöhle da. Naja, habe ich halt unser Wasser geopfert. Der Stein ist dann halt ein Shortcut. Wäre schön, könnte man ihn jetzt schon vernichten, aber...
Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch hier zurückkehren müssen. Später, wenn man seltenes Pokémon da ist. Hm. So. Hallo. Wir bringen euch frohe Kunde. Wir haben die Ursache der Erschütterung festgestellt und das Problem gelöst. Sie brauchen sich keine Sorgen mehr zu machen. Ach, vielen Dank, Ranger. Marmeladehersteller? Da passiert auch bestimmt nichts Schreckliches, oder? Falls Sie irgendwelche zwielichtigen Gestalten sehen, gehen Sie ihnen bitte aus dem Weg. Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte umgehend die Ranger-Vereinigung. Das ist alles, was wir zurzeit sagen können. Wir müssen jetzt nach Brisenau zurück. Für deine Leistung in letzter Zeit waren herausragend. Du bist jetzt einfach schon Rang 4. Okay, wir haben auch fucking Ramaidons gefangen. Aber... hey. Auch wenn es so schnell geht, wir sagen nicht nein. Wir sind jetzt giftig, ey. Und geistlich. Geistig, geistlich. Und Psycho. Wir sind Psycho geworden. Und Unlicht. Und der ganze Rest. Oder so. Warte mal. Ah ne, wir haben nichts mit Tackle. Ups. Ich glaube, jetzt kommt klar. Dodris! Oh, falls du Mitte vom Klettern bist, ist Dodo ein. Ah, Dodi. Ups. Mit der Zufall zu spielen sind ja gerade zwei. Wir sind im Geschäft. Da du Rang 4 erreicht hast, kann ich dir Agilität beibringen. Aber lass uns erstmal kurz die Dodos fangen. Aber was ein lustiger Zufall. Habe ich auch schon wieder komplett vergessen, dass man hier, wie heißt es so schön, Agilität verwenden kann. Es greift dich Pick mit seinen scharfen Schnäbeln und durch Sturmangriffe an. Ich habe meins ein bisschen schneller gefangen als du deins. Naja. Durch die Fähigkeit Agilität der Dudu kann man auf ihn reiten und das so schnell wie der Wind. Berühre und du warst gefragt, wie du reiten möchtest. Okay, wir möchten den Wind reiten. Betritt aber keine Gebäude, während du auf einem Pokémon sitzt. Zum einen ist es nicht sicher und zum anderen äußerst unhöflich. Yeah, you can't ride your Dodo here. Yeah, ein bisschen Speed. Warte, gab es hier eine Sidequest? Nein. Haben wir generell... ja. Ja, oh ja. Stegnabel. Okay. Ganz unten in Schikolingen. Im Vereinigungsweg. Da unten. Auch eher unten. Nassgnet. Cool. Okay. Wieder ganz viele nette Sidequests. Habe ich auch wirklich Bock, die zu machen. Also. Upgrades sind Upgrades. Und hier fängt's an. Oder so. War hier nicht die erste Sidequest? Danke, Dodo. Sehen wir nie wieder. War der... nee, doch nicht im Gebäude. Wir sind... ach so, okay, alle Haferbrück, ne? Havelbrück. Der ist der, okay. Ein Wissenschaftler ist im Park. Also dann vielleicht doch hier drin. Nee, aber das ist ja ein komplett anderes Gebiet. Hm. Naja, gut, suchen wir erstmal eh die nächste Speicherstation, weil ich... dann hier die Aufnahmesession einmal beenden werde. Aber hier im Park ist er doch irgendwo. Den will ich noch schnell finden.
kann doch nicht sein. Hä? In der Mitte ist er nicht. Achso, das zählt auch als Altrupa. Ja, okay. Hallo, ich sehe schon, du bist auf Patrouille. Ich bin Herbie und ich bin euch in der Einarbeitungsphase. Ich soll Pflanzen-Pokémon studieren. Wir brauchen Myrapla. Könntest du mir eins herbringen? Ja, klar, Mann. Oh, cool. Ja, auf dem Vereinigungsweg. I know. Ja, dann machen wir das im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Henze Peter. Ciao.